Komm schon. Und los geht's. Na los, komm. Hier wurde Leonidas begraben. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden.
Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer... Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpenor? Er ist... wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde. Und eine davon kämpft wie Athena und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihn. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon! Trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Ja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können?
Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Da wir das nötige Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken. Thank you.
Schlucht von Marathon liegt vor uns. Du weißt, die Schlacht, in der eine Handvoll Athener die erste persische Invasion zurückschlug. Der große Themistokles, König Dareios von Persien. Weiß. Angriff! Sie nehmen Fahrt auf! Macht schneller! War ihr Vater. Unglaublich. Der Speer schenkt dir Visionen. Vielleicht will er dich führen, dir einen Weg zeigen. Mehr noch. Er hilft mir in der Schlacht. Wie genau? Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners, schon bevor sie passiert. Faszinierend. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wir nähern uns der Insel an. Ja! Dort kann man das Grab des größten Myrmidonen, Achilleus, sehen. Ich bin etwas mehr davon beeindruckt, dass Andros den teuersten Marmor in der ganzen Welt exportiert. Ist das der Ort mit den Ruinen einer alten Zivilisation, von dem du gesprochen hast? Oh ja, das ist er. Such nach einem großen Tor.
da wäre ich. Man da nur rein. Ich frag mich, ob... Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Wie ist sowas überhaupt möglich? Wie?
Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Drüben leuchtet etwas. Aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen.